Alle 2 Jahre finden sich die Bäcker und Fleischer bei der Basilika Sonntagberg ein, um in traditioneller Tracht und begleitet von der Werksmusikkapelle Böhlerwerk die Wallfahrt mit heiliger Messe zu begehen. Beim Gottesdienst in der Basilika wurden die zahlreichen Gaben feierlich geweiht. Ich bin jetzt, glaube ich, 7., 8. Mal da. Es ist immer ein großes Erlebnis und vor allem, dass man der Bevölkerung auch zeigt, dass Bäcker und Fleischer zusammenkommen und ein ganz wichtiger Faktor ist in der Ernährung. Vor allem heute ist ja alles fast im Überfluss da, aber richtig bewusst zu sein, wo kommt es her, wer steht dahinter und dass es auch regionale Produkte sind. Dass also jetzt da Berufsgruppen eben gemeinsam diese Aktivitäten machen und auch zeigen, eben diese Regionalität. Und wir müssen das Lebensmittel, die Wertschätzung dieser Lebensmittel, es ist nicht eine Handelsware, die wir durch ganz Europa führen, sondern einfach mit Herz, mit Engagement produziert, regional produziert und dann von Mensch zu Mensch an den Kunden weitergegeben. Und ich glaube, es ist in der Gesellschaft auch ein Umdenken, dass also der Wert des Lebensmittels wieder steigt, dass man eben regional, persönlich gut produzierte Lebensmittel wieder mehr schätzt. Und das finde ich eigentlich gut, dass da zu der Massenware, Handelsware doch vielleicht nicht immer, nicht alle, aber doch Personen gibt, Konsumenten gibt, die das schätzen und den vielleicht ein bisschen höheren Preis auch bereit sind zu zahlen. Regionalität und Qualität wird bei den zahlreichen heimischen Bäckern und Fleischern noch groß geschrieben. Davon konnten sich die Besucher mit hausgemachten Wurst- und Fleischmankeln sowie Spezialitäten aus der Backstube gleich direkt vor Ort selbst überzeugen. Der Kunde ist aufgefordert, umzudenken. Es ist ein Unterschied da, weil es geht nicht nur um das, ob halt was, wie es halt schmeckt und wie es ist, sondern es geht wirklich um die Nachhaltigkeit, was ist drin. Ja. Und das weiß der Kunde nicht. Und die versuchen wir eben mit Backkursen einfach den Kunden zu übermitteln. Aber es sind Unterschiede da und da muss der Kunde gefordert. Einfach ein bisschen Interesse zeigen. Wir sind in der Region verankert. Wir haben da unsere Produkte aus der Landwirtschaft der Umgebung. Und wir sind wirklich die, was noch Lehrlinge ausbilden und wo man auch die Fachberatung im Geschäft ist uns ganz ein großes Anliegen, eben dass wir als Berater funktionieren können und die Kunden darauf hinweisen können, dass sie richtige mengenmäßig und qualitätsmäßig einkaufen können. Um diese Qualität hochzuhalten, ist es auch wichtig, stets Fachkräfte für das Handwerk der Fleischer und Bäcker auszubilden. Das Angebot für Lehrlingsausbildungen ist auch in diesen Berufssparten meist größer als die Nachfrage. Fachkräfte ist eine große Herausforderung. Wir sind alle angehalten, selber Lehrlinge auszubilden. Das sind die Fachkräfte von morgen. Und Gott sei Dank haben wir noch Lehrlinge und wenn das Betriebsklima passt und so, bleiben da die Lehrlinge dann als Gesellen in der Firma und als Fachverkäuferin und auf das bauen wir auf, weil das ist ganz wichtig. Naja, Nachwuchsprobleme gibt es quer durch alle Branchen, also das fängt ja schon bei der Polizei an und bei den Lehrern überall. Also wir suchen wirklich junge, dynamische Mitarbeiter fast in jeder Branche, also das ist große Mangelware. Ja. Und wir verstärken auch, wir machen viel Werbung und so für die Jugend in die Schulen und so, um wirklich die Jugend auch zu begeistern für diesen Beruf. Dass man mit Lebensmitteln arbeiten kann, mit was Lebendigem, mit einem Brot, mit Gepäck, wo man jeden Tag in der Früh sieht, was man gemacht hat und die Leute dann ins Geschäft kommen und sagen, hörst du, das Brot ist super und das ist gut, wie machst du das? Ne? Das ist einfach schön. Ne? Im Zuge der Heiligen Messe wurde seitens der Bäcker und Fleischer auch ein Spendenscheck an Pater Franz übergeben, um zur Revitalisierung des Kulturgutes Basilika Sonntagberg einen wertvollen Beitrag zu leisten.